Folge 6 der Penny DEL Eishockey-Grillmeisterschaft. Die Düsseldorfer. Die werden heute von der Grillplatte gefegt. Fishtown. Die grillen wir. 14 Teams, 7 Duelle. 2 Teams, 2 Gerichte. Bis zu 60 Punkte sind maximal möglich. Und diese 4 grillen um diesen Pokal. Marat Kaidarov. Nino Kinder. Fishtown. Pinguins. Seid ihr fertig? Ja. Nee. Thorsten Ankert. Olli Mewus. Düsseldorfer EG. Was ist das denn? Das süßer Dürüm. Ran an den Grill und Feuer frei. Auf geht's. So langsam ist Crunch-Time angesagt. Ich hätte heute eigentlich auch sagen können, moin, denn wie soll's bei den Fishtown Penguins anders sein, als dass Fisch auf dem Grill landet? Meta, verrate uns, was gibt es zur Hauptspeise? Wir machen heute Kokosfisch vom Grill. Klingt lecker, klingt frisch. Polo, was fehlt ist... Mein Pfiff wahrscheinlich. Hm. Männers, ihr dürft. Ich hab sie einfach im Griff hier, die Jungs. Wie schön. Ganz viele haben eben das Gefühl, dass Fisch unheimlich schwierig zum Zubereiten ist. Ich glaube, dieses Rezept beweist, dass das jeder kann. Oh ja, der riecht schon mal richtig gut. Und ihr wollt trinken, oder wie? Ja, wir brauchen Gläser nur. Wir bräuchten erstmal 2 Gläser. Ihr seid nicht hier zum Saufen, sondern zum Kochen. Geh doch rüber, glaube ich. Ich glaube, wir sind am falschen Tisch, Polo. Ich glaube, wir müssen hier nach Düsseldorf. Wir brauchen 4 Gläser, bitte. 4. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja, sehr gerne. Entschuldigung. Na, nur für dich, weil du bist ja groß. Ich bin 2,7 Meter lang. Wenn du so machst, ist es für deinen Rücken sehr anstrengend. Mach den. Mhm. Habe ich doch gerade auch schon gesagt, Olli. Und gerade stehen. Sonst wirst du irgendwann aufs Alter doch noch klein. So. Die Probleme habe ich nicht. Die Probleme hast du nicht, auf jeden Fall nicht. Wir haben eher mehr gequatscht als geschnippelt. Auch so in Streifen schneiden. Ja, Streifen, schön dünn. Schön dünn. Mach hier mit. Ist das richtig, meinst du? Ja, klar. Okay. Denkst du nicht? Habt ihr in eurem Alter überhaupt schon mal gekocht? Bleibt da mal dran, ich glaube, das kann man das an der Playstation? Ja, das lernt man da. Aber es gibt ja auch den Lieferservice. Es gibt Zeiten, wo man mich in der Küche findet, aber es gibt auch Zeiten, wo der Lieferant dann doch öfters bei der Klingel Kinder klingelt. Also die haben schon Täschchen geformt, der Fisch hat schon keine Folie mehr. Das ist eine Slow-Motion, oder? Ist es Slow-Mo oder sind wir noch nicht? Du Marat, ich habe Hunger. Wenn du weiter so schälst, dann... Okay. Ja, selbstverständlich koche ich schneller als Slow Motion. Ich habe mir erstmal Zeit gelassen und da wurde auch viel auf mich eingeredet, von links, von rechts. Ich bin nicht so multitaskingfähig. Ich bin halt gebürtige Kölnerin, aber ich gehe trotzdem mal rüber an den Tisch der Düsseldorfer. Sag mal Jungs, ihr seid ja beide schon relativ erfahren am Grill, wart beide schon mal hier, ne? Ja. Das legt die Messlatte natürlich hoch. Wollte ich gerade sagen, du setzt uns natürlich unter jetzt können wir ungeheuren Druck. Könnt ihr mit Druck gut umgehen? Nein. Das war jetzt die falsche Antwort, Enki. Wir hatten uns doch eigentlich auf Ja geeinigt. Sollen wir helfen im Lesen, oder? Habt ihr schon schlechte Augen in dem Alter, oder was? Welche Nummer bist du denn da? Welche Nummer sollen wir denn? So, welches Nummer vorlesen? Polo, wir machen das mit dem Lesen und du machst das mit dem Gläser besorgen. Bitte schön. Ihr lasst euch bestechen. Nee, wir haben Durst. Gut, ihr seid ein bisschen weiter voran, von dem her gönne ich euch das. Cheerio. So bereiten sich also Sportler auf die neue Saison vor. Tatsächlich. Ich muss sagen, der Rum war auch wirklich das Einzige, was wir ausgiebig probiert haben. Und wenn ihr den Fisch auch mal probieren wollt, penny.de/grillen. Ist auch eine Geschmackssache. Nicht allen schmeckt Knoblauch, aber... Ja, ich will aufpassen mit der Menge. Ihr habt 3 kleine Päckchen. Das reicht etwa für 10. Warte. Oh, da wird gefüttert. Mhm. Ja? Ist lecker. Ah, Ast rein. Hier in Düsseldorf langweilt man sich, muss ich sagen. Aber guck mal, Anki, der säubert die Spielfläche schon. Meta ist stolz. Wäre stolz, wenn sie das sieht. Die interessiert sich ja nicht für uns.
Ich interessiere mich nicht. Du bist die ganze Zeit da nur bei den jungen Burschen. Es war schon gut, dass die Meta den beiden Jungs da geholfen hat, weil sonst hätte die Jury, glaube ich, gar nichts zum Verkosten gehabt da auf der Seite. Du darfst auch reiben gleichzeitig beim Reden. Geht nicht, zwei Seiten gleichzeitig. Lass ihn jetzt. Man hat ja gesehen, dass die beiden jungen Burschen da drüben quasi geschrien haben nach Hilfe. Vielleicht kommt da der Mutterinstinkt so ein bisschen durch. Oh, wow, Achtung im Fall. Jetzt zeige ich im Fall noch, wo du auf dem Grill landest. Minuspunkt, Jungs, Minuspunkt. Marat? Ja. Der Vater war auch Eishockeyspieler? Ja, genau. Hat er nicht nur besser Eishockey gespielt, sondern auch besser gegrillt? Kleiner Spaß. Der tut weh. Von wegen Mutterinstinkt habe ich tatsächlich. Ich helfe schon wieder. Einfach immer wieder mal schauen, öffnen. Ja, wir haben uns hier echt ablenken lassen. Jetzt bin ich jetzt wieder, ne? Der Polo, der riecht im Braten schon. Der hört das Geschirr klimpern, das heißt, es gibt gleich zu essen. Dann kommt er direkt rüber, stellt er sich hier an. So ist es. So, Meta, ja. Der schönste hier ist für dich. Und mein? Deiner, den brennen wir noch ein bisschen an. Wir freuen uns jetzt sehr auf die Verkostung, starten beim Team aus Düsseldorf. Die haben, glaube ich, schon Zahlen für uns vorbereitet. Ach, die 10. Hat sich da nach oben verirrt. Schauen wir mal. Meta, wenn ich dir kurz einen kleinen Tipp geben darf. Willst du mich wirklich stören beim Essen? Batsch. Sie beim Essen zu stören, das werde ich vermutlich besser nicht mehr tun. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Größe, aber wenn der Geschmack stimmt, dann bin ich dann auch zufrieden. Wir wollen nur dein Bestes, Polo. Ach so. Ich denke schon, dass er einen feinen Gaumen hat. Ne? So schaut er ja auch mittlerweile aus. Damit haben sie dir gerade auf freundliche Weise gesagt, dass du auf die Figur achtest. Ich weiß, ich habe den Wink verstanden. Und man versucht uns hier zu bestechen mit Flüssiggold. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Sieht auch gut aus. Ich riech Knoblauch auf jeden Fall. Mhm. Mit Schmusen wird's heute eng. Ich glaube, bei mir in Bremerhaven eh. Glaube ich auch. Wir starten mit den Punkten und starten dabei mit dem Team aus Düsseldorf. Für den Hauptgang von mir gibt es 7 Punkte. Für mich ein bisschen wenig Würze. Für mich war es okay, 8 Punkte. Ich finde, 8 ist top. Macht 23 Punkte insgesamt. Wir schauen, was Bremerhaven dagegen zu halten hat. Von mir gibt es 6 Punkte, weil für mich war es mehr Knoblauch mit Fisch als Fisch mit Knoblauch. Auch bei mir 6 Punkte. Welpenschutz 6. 18 Punkte, das ist ein ordentlicher Vorsprung nach dem Hauptgang für das Team aus Düsseldorf. Dankeschön, ihr Lieben. Danke. Ja, die Erfahrung, die Düsseldorf mitgebracht hat, hat ihnen definitiv geholfen. Klar waren sie nicht immer 100% konzentriert, aber das Ergebnis war einfach eine Stufe höher. Das kann im Fall alles noch runtergehen in der nächsten Runde. Wir hatten vorhin über Druck gesprochen, wir können damit umgehen. 5 Punkte gilt es aufzuholen für das Team aus Bremerhaven gegen Düsseldorf. Und dafür bleibt noch Zeit im Dessert. Und das ist das Stichwort für dich, Meta. Kommt rein zu mir, ich stehe hier so alleine. Was gibt's heute zum Nachtisch? Endlich was Süßes. Also eigentlich etwas, das alle super lecker finden, mit dem Unterschied, dass es süß wird. Und zwar süße Pizza. Klingt sehr kreativ. Ich bin gespannt, wie die Jungs das machen, Polo. Auf dein Zeichen. Ja, die süße Pizza mit Ziegenkäse, die mag, glaube ich, jeder, der sagt, ja, allzu süß soll es nicht sein, so ein bisschen herzhaft, sowas in der Mitte. Und ganz ehrlich, da passt wunderbar ein Glas Wein dazu. Auf was wartet ihr? Auf den Blätterteig. Vielleicht könnte man die Produkte davor schon schneiden und rüsten. Blätterteig ganz wichtig. Bloß nicht zu früh aus dem Kühlschrank nehmen, weil er lässt sich viel einfacher verarbeiten, wenn er schön kalt ist. Na dann. Guter Blätter. Nicht essen ist mein Job. Die süße Pizza, die war sehr besonders, weil da war Pfirsich drauf, Trauben, Ziegenkäse, da war Schmand schön lecker soßig. Also eigentlich so eine Pizza Bianco. Wie sieht's bei euch so an der Dessertfront aus? Süße Typen, ja oder nein? Was glaubst du denn? Ja, also hier zuckersüß. Oh, das wollte ich hören. Ich nehme alles wieder zurück, Jana. Ich habe ein gutes Gefühl, wir nähern uns. Ja. Blätterteig! Blätterteig! Ich weiß nicht, warum das immer funktioniert, wenn Meta irgendwas schreit, dass das wie von Zauberhand hier ins Studio fliegt. So.
Danke vielmals. So, Blätterteig ist da und jetzt zählt die Zeit für euch. Also noch 15 Minuten, dann wollen wir essen. Holst du mal 3 Gläser? Die bestechen die mit dem Alkohol, Alter. Kriegen wir jetzt nicht hin. Doch. Nein, wir haben keine Zeit dafür. Doch, das kriegen wir hin. Nein, das ist Quatsch. Doch, das machen wir. Die Herzform-Idee, das kam, da wollte ich einfach die Stimmung zwischen uns und der Moderatorin ein bisschen aufbessern und die Punktzahl vielleicht ein bisschen ein oder zwei Zusatzpunkte sichern. Ach Jungs, ich kann mir schon vorstellen, für den, wen das ist. Mit Liebe kochen ist doch das Wichtigste. Das stimmt. Ich glaube, in dem Fall gibst du mir den Teig. Dann mache ich nämlich mit dem Rest vom Blätterteig lieber noch so kleine süße Prüssiens, weil Food Waste ist auch ein Thema. Da wollten wir eigentlich Zimtschnecken draus machen. Dann bitte Zimtschnecken. Ich hätte den jetzt roh gegessen. Du willst einen Teig roh essen? Da wird ja jetzt auch jeder lügen, der sagt, er hat noch nie mal einen Teig roh probiert. Meine Mutter hat immer gesagt, das gibt Bauchschmerzen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Zack, und jetzt belegen wir den Kollegen. Das klingt gut. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, warum da nur eine ist. Jungs, so eine Entscheidung auf dem Eis, trifft man die eher mit dem Herzen oder mit dem Kopf? Das ist natürlich eine gute Frage. Manchmal habe ich so meine Momente. Kommt auf die Situation, glaube ich, drauf an. Auf was? Auch das war eine gute Frage. Ich übernehme deinen Job. Ob ich dann nach meiner Karriere vielleicht Reporter werde, das kann man ja dann sehen. Werde ich vielleicht mal noch mit Jana sprechen, ob das eine Zukunft hat. Das ist eben der große Unterschied, wenn man eine Pizza macht, süß, nicht mit Pizzateig, sondern mit Blätterteig. Jetzt sieht man, wenn er eben nicht ertränkt ist, wie schön die Schichten hochgehen vom Blätterteig. Ja. Hör mal. Ah, schau mal, das bräunt schon, das Papier. Ja, das Papier, wenn es bräunt, ist nicht schlimm. Wenn es brennt, haben wir ein Problem. Irgendwann brennt das Backpapier, auch wenn es Backpapier heißt. Das heißt, die Platte ist heiß, auf der Seite Grill abstellen, nur die Platte erhitzen und dann verbrennt auch das Papier nicht. Das müsst ihr auf den Grill, das dauert. Was ist das denn? Das ist süßer Dürüm. Das ist ein süßer Dürüm. Und ich sag mal so, Polo ist über alles froh, was auf seinem Teller landet. Die haben eine ganze Woche nur gesagt, dass ich so viel essen würde. Der Polo braucht auch mal eine starke Schulter. Nimm ihn mal in den Arm. Seid ihr fertig? Ja. Nee. Noch ein bisschen Deko drauf. Das muss schön aussehen. Und vielen Dank, wir wollen essen. Ich fand die persönlich sehr gut. Ich hätte gedacht, wir kriegen da jetzt mindestens eine 8 von jedem. Fast zu schade zum Anschneiden, dieses Herz. Trau mich gar nicht. Ich trau mich auch kaum, aber müssen ja. Du wirst mir verzeihen, ne? Jetzt zerstörst du schon wieder das Herz von dem jungen Mann. Alles gut. Sehr gut. Dann schauen wir doch mal. Genau. Zu der erfahrenen Seite rüber. Oh. Oh, was? Ich esse auf, mir schmeckt's. Dass du auf isst, ist aber nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass es schmeckt. Also ich will jetzt mal noch die Calzone halbieren. Was war's? Dürüm. 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 Das Thema hieß doch Pizza und nicht Dürüm, oder? Ja, mach mal Calzone, Entschuldigung. Ich würde sagen, Thema verfehlt, dafür gibt's, muss es einfach Punkte abzugeben. Wir starten mit der Mannschaft, die zurückliegt. Das ist Bremerhaven. Von mir gibt's 8 Punkte für die süße Pizza und einen extra Punkt für das Herz. Von mir gibt's gut gemeinte 6 Punkte. Ich finde, mit Essen spielt man nicht. Ja, es. Als Grillprofi ist man da, glaube ich, ein bisschen härter. In ein paar Jahren werden das richtig tolle Köche. Aber noch muss ich sagen, das ist mehr Spielen als Kochen. Düsseldorf würden jetzt 14 Punkte reichen für den Sieg. Ich gehe voran mit 7 Punkten für die Nachspeise. Bei mir auch. Da geht definitiv noch mehr, aber trotzdem 6. Macht 20 Punkte sind mehr als 14, bedeutet, der Sieg geht nach Düsseldorf. Team Jung hat so ein bisschen versucht, mit so einer krankhaften Kreativität da irgendwie noch irgendwas zu retten. Der Wille, der war da, aber alles Weitere haben dann die Oldies, glaube ich, gemacht.
mit dem Kokosfisch und der süßen Pizza zum Sieg. Die DEG am Ende 7 Punkte besser als die Jungs von der Küste. Glückwunsch, Jungs. Habt alles gegeben, hat nicht gereicht. Tut schon weh, aber wir zeigen es Düsseldorf dann auf dem Eis. Denn in der Hitze am Grill war es eine ziemlich klare Angelegenheit. Der Lohn? Düsseldorf ist Sechster. Und Bremerhaven? Vorletzter. Und damit haben wir einen, Achtung, jubelnden Sieger aus Düsseldorf. Gänsehaut bei dieser Emotion. Genau das richtige Stichwort. Wir freuen uns auf das nächste Duell. Sagen wir heute erstmal Tschüss. Ciao, bis nächstes Mal.